Fabian Holland, wie intensiv ist die Zeit hier in der Türkei gerade? Ja, schon intensiv, aber ich meine, es ist Vorbereitung. Macht nicht immer Spaß, aber ich denke, da werden wir denke mal, am ersten Rückrundenspieltag dann optimal vorbereitet sein und dann da ist die Mühe schon wert. Es ist natürlich so, dass vorne in der Offensive bei euch einfach ein paar Leute fehlen. Wie kommt das bei der Mannschaft an? Merkt man da schon, dass da einfach ein paar Stammleute jetzt hier in der Vorbereitung nicht dabei sind? Ja, klar merkt man das. Ich denke, es sind wichtige Leute bei uns, aber ich denke, wir sind da alle ganz positiv. Man wird da irgendwie eine Lösung finden und die werden ja auch wieder zurückkehren und deswegen mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Was muss passieren, dass Darmstadt 98 genauso eine erfolgreiche Rückrunde spielen kann, wie es in der Hinrunde war? Ja, wir müssen ganz einfach unsere Tugenden wieder auf den Platz bringen, wie wir es in der Hinrunde auch überwiegend gemacht haben. Und dann ist es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen und ich denke, wir haben uns jetzt schon ein bisschen was erarbeitet in der Hinrunde und ich denke, es wird nicht leichter. Die Mannschaften werden uns nicht mehr auf die gleiche Kappe nehmen und wie gesagt, einfach alles reinwerfen, was wir können und dann wird man sehen, ob es reicht. Es gibt ein paar umkämpfte Positionen im Kader. Die eine davon ist die des Linksverteidigers. Wie siehst du deine eigene Situation da? Dünne Dias und du, ihr habt beide habt Einsätze gehabt und ja, wie siehst du jetzt die Situation mit der? Ja, ganz einfach. Ich denke, wir werden beide Gas geben im Training. Jeder will sich zeigen. Jeder will zeigen, dass er auf der Position der Bessere ist. Und ein ganz normaler Konkurrenzkampf um der Position. Und jeder will spielen, ganz einfach. Wie warst du selber mit deiner eigenen Hinrunde zufrieden? Ja, ich denke, es war eine durchwachsene Hinrunde. Ich habe mal ein paar gute Spiele gemacht. Dann ein, zwei schlechte oder mittelmäßige, sage ich mal. Und denke, bin dann aber ganz gut wieder reingekommen und jetzt, wie gesagt, will ich in der Rückrunde zeigen, dass ich der richtige Mann für die Position bin und deswegen heißt es nur Gas geben im Training.